als irgendwo anders im Tempel. Auch die Decke hier original. Das ist die einzige Decke in dem ganzen Tempel, ist gut erhalten geblieben. Irgendwo anders im Tempel neue Decke gebaut oder keine Decke mehr. Diese Kapelle hier wurde gebaut an zwei Göttern. Und die Götter, die in dieser Kapelle verehrt wurden, die wurden hier abgebildet. Wenn Sie ein bisschen weiterkommen, sieht man hier zwei Göttermotive. Rechts mit dem Schakalkopf Anubis, Gott der Einbalsamierung, Gott der Mumifizierung. Links Amun-Re sitzt auf dem Thron, hat zwei Feder auf dem Kopf. Dieser Gott war heiliger Vater Ägyptens um diese Zeit, wurde überall verehrt in ganz Ägypten ab 1500 vor Christus. Aber sein großes Haus war Karnak. Schauen wir heute an. Sein Symbol, sein heiliges Tier war Widder. Früher waren die Götter Ägyptens symbolisiert, damit jeder von einfachen Menschen verstehen und begreifen könnte. Deswegen die Götter Ägyptens damals, ihre Symbole waren Falke, Ibis, Schakal, Widder, Krokodil und so weiter. Aber solche Vögel damals und Tiere waren keine Götter. Die waren nur Symbole für die Götter Ägyptens. Und Amun-Re, sein Symbol, war